jetzt als Rednerin eine Frau begrüßen können, die sich für unser Recht und für unsere Freiheit und für die Einheit im Land schon eingesetzt hat, als die meisten noch Angst in der DDR hatten. Eine Bürgerrechtlerin aus der DDR, aus Ost-Berlin, Angelika Barbe, und eine, die Bürgerrechtlerin geblieben ist, die sich nicht angepasst hat, sondern ihr Herz, ihr Verstand und ihren Widerstandsgeist bewahrt hat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Es gibt ein Mittel, sich nicht anzupassen, und das heißt nicht erpressbar werden. Das als Hintergrund. Ich freue mich sehr, wieder in Cottbus zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte ein paar Worte zum 17. Juni sagen und muss sagen, ich bin entsetzt, dass so wenig zum 17. Juni, zu diesem eigentlich großen Gedenktag in Deutschland gesagt wird, dass überall im Westen Karl-Marx-Statuen, Lenin-Statuen aufgestellt werden, aber nicht der 17. Juli gedacht wird. Und zwar deshalb, weil man natürlich nicht will, dass sich die Bevölkerung im Osten und im Westen erhebt und dieses Regime, was im Augenblick an der Regierung ist, nicht nur kritisiert, sondern auch davon fegt. Am 17. Juli 1953 geriet das SED-Regime das erste Mal an den Rand des Zusammenbruchs. Und da muss man wissen, es war flächendeckend, wurde an diesem Tag und an den Folgetagen gestreikt. Es wurde demonstriert und es wurden die örtlichen Machtzentralen gestürmt, wie in Görlitz und in Bitterfeld. 1 Million Bürger gingen in 700 Städten und Gemeinden auf die Straßen. Es war kein Arbeiteraufstand, es war ein Volksaufstand. 13.000 Verhaftungen erfolgten, 80 Todesopfer etwa forderte die Niederschlagung. In der DDR-Bevölkerung war das natürlich immer eine entmutigende Niederlage. Und meine Eltern haben noch gesagt, als wir 89 auf die Straße gingen, um Gottes Willen, denkt doch an die russischen Panzer. Die Angst war 89 auch noch da, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber in der alten Bundesrepublik hat man an den 17. Juni nur als Arbeiteraufstand gedacht. Inzwischen wissen wir aber, und die Unterlagen und die Archive zeigen das, wissen wir, dass es ein Volksaufstand war, dass das ganze Volk betroffen war. Es waren ja nicht nur die Arbeiter betroffen durch die Normerhöhungen und durch die dauernden Repressionen, die stattfanden, sondern die Landbevölkerung wurde durch Zwangskollektivierung in die Verelendung getrieben. Die Kirchen wurden entmachtet, die christlichen Schüler, die christlichen Studenten wurden verhaftet, weil man nicht wollte, dass Religion überhaupt eine Rolle spielt. Die haben uns die Religion regelrecht austreiben wollen. Und das wurde dann auch noch als faschistischer Putsch bezeichnet und angeblich vom RIAS angezettelte Konterrevolution, so wie ich ja vor Ihnen stehe und damals als feindlich negative Konterrevolutionärin galt. Mit dieser gleichen Sprache, die man heute auch schon wieder benutzt, nur in anderer Weise, hat man versucht, Menschen zu verunglimpfen und zu diffamieren. Diese Revolution wurde gewaltsam abgebrochen durch die russischen Panzer, sonst hätten es die DDR-Bürger, die Ostdeutschen damals schon geschafft, dieses Regime in den Orkus der Geschichte zu bewegen. Denken wir mal daran, wie wurde denn dieser Aufbau des Sozialismus betrieben? Es war der planmäßige Aufbau der Grundlagen des Sozialismus, war aber mit einer Verelendung gekoppelt und es war ein totaler sozialer Krieg, der gegen das Volk geführt wurde. Und ich habe manchmal den Eindruck, einen solchen totalen sozialen Krieg haben wir heute wieder. Aber es gibt natürlich auch heute Profiteure, und zwar die alle von der Asylindustrie und von der Pandemieindustrie und von der Corona-Industrie profitieren. Die gibt es immer und damit kann man Menschen und Gesellschaften spalten. Dann wurde die kasernierte Volkspolizei natürlich ausgebaut. Man musste ja militarisieren, man musste die Menschen repressieren, man musste ihnen Angst einflößen. Und das gelingt natürlich nicht besser als mit Militarisierung. Auch unsere Kinder wurden ja zu DDR-Zeiten wurden ja militarisiert, Kirche und Schule. Wenn ich daran denke, Frau Pau sitzt heute im Bundestag, ist stellvertretende Bundestagspräsidentin. Diese Frau war hochrangiger Kader der FDJ-Bezirksleitung in Berlin. Diese Frau, also der FDJ,
Leitung, der gesamten FDJ-Leitung. Und diese Frau hatte die Aufgabe, die Militarisierung in Kindergarten und Schule durchzusetzen. Ich kann mich erinnern, dass ich mich noch dagegen gewehrt habe, dass meine Kinder an Pioniermanöver Schneeflocke teilnehmen mussten. Damals mussten sie mit Keulen Granatattrappen auf den Klassenfeind schießen. Diese Militarisierung hat sich ja bis zum Ende der DDR durchgezogen. Und diese Frau Pausch stellt sich heute hin und erteilt Frau Beatrix Storch eine Rüge, weil Frau Beatrix Storch nichts anderes als die Fakten präsentiert und sagt, die SED ist doch nichts anderes als die umbenannte, also die jetzige Linke ist doch nichts anderes als die umbenannte SED. Das kann man nachprüfen. Das hat das Landgericht Berlin festgestellt, dass die SED nicht nur ein Rechtsnachfolger ist, sondern sie ist die rechtsidentische SED. Das haben sie selber zugegeben. Und wenn man sie heute daran erinnert, wird man vom Bundestag gerügt und alle anderen sitzen daneben und schweigen. Es ist unvorstellbar für mich. Wie war es nochmal ganz kurz? Auch der bürgerliche Mittelstand war der SED ein Dorn im Auge, wie heute. Alle die Unternehmer, die Kleinunternehmer werden alle durch diese Pandemie in den Ruin getrieben. Es sind 1 Million Insolvenzen, die in etwa zu berechnen sind und die nicht wieder aufgebaut werden können. Und dann hat man das, was man in der DDR wollte. Man hat abhängige Leute, die mit einem Grundeinkommen dann gefügig und ruhig gehalten werden sollen. Denn gerade die Selbstständigen waren die, die den Mund aufgemacht haben und sich nicht alles haben bieten lassen. Denken wir mal daran. Auch dem Vater des Schriftstellers Günter Kunert wurden die notwendigen Lebensmittelmarken weggenommen, weil er ein kleines Geschäft in West-Berlin betrieb und im Osten wohnte. Er hatte eine jüdische Mutter, die wurde dann per Sippenhaft gleich mit bestraft. Der Preis in den HO-Läden war teuer. Der Durchschnittslohn betrug 365 Mark. Ein Pfund Butter kostete allein 12 Mark. Eine Massenflucht setzte ein. Alleine 332.000 Menschen flüchteten, nur 53 aus der Zone in den freien Teil Deutschlands. Dann kündeten die noch Normerhöhungen und dann war Schluss. Und die Russen haben dann gesagt, Schluss, aus, das können wir nicht zulassen. Aber das war dann den Leuten in der DDR auch egal. Die haben gewusst, das ist eine Bankrotterklärung. Und die haben gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss der Spitzbart weg. Wer es nicht weiß, Ulbricht hatte einen Spitzbart, der hieß nur noch in der Bevölkerung Spitzbart. Und die Parole war nicht wie heute, Merkel muss weg, sondern der Spitzbart muss weg. Alles ähnlich. Die SED machte zwar die Normerhöhungen dann noch am 16. Juni rückgängig, aber die Leute wollten freie Wahlen, sie wollten den Rücktritt der Regierung, sie wollten die Freilassung tausender politischer Gefangener. Das waren übrigens auch 89 unsere ersten Forderungen. Freie Wahlen, Freilassung der politisch Gefangenen und weg mit der Regierung. Das war das Ziel und es ist schon wieder so. Ich kann es nicht anders sagen, es ist schon wieder so. Der 17. Juni war die erste Revolution, die von den breitesten gesellschaftlichen Schichten der Bevölkerung getragen wurde. Es war der Mittelstand, es war die Landbevölkerung, es waren die Bauern, es waren die Intellektuellen, es waren die Bauarbeiter, es waren die Arbeiter, es war die breite Schicht und nicht, wie behauptet wird, nach wie vor angeblich nur ein paar Arbeiter. Das ist nicht wahr und es war auch keine Konterrevolution. Und wir waren die Ersten im Ostblock, die gegen die kommunistische Diktatur sich wehrten. Der 17. Juni war nämlich der Anfang einer Kette von Freiheitsbewegungen in den sowjetischen Satellitenstaaten. Und nur mit den russischen Panzern konnten sie das in Deutschland, in Ungarn, in Tschechien alles verhindern. Die SED scheiterte 1953, aber erst während der friedlichen Revolution 1989 wurde sie gewaltsam entsorgt. Heute gedenken wir auch der Opfer, die in der gesamten Zeit des Kommunismus durch die SED produziert worden. Ich sage das ganz bewusst so, denn an die wird immer nicht gedacht. Es waren 250.000 unschuldig in den Gefängnissen inhaftierte Menschen. Unschuldig, nachweislich durch Rehabilitierung nach 90. Es waren 500.000 Kinder in DDR-Kinderheimen. An die wird nie gedacht. Es waren 33.000 Menschen, die per Kopfgeld verkauft worden sind an den Westen. Es waren 3,5 Millionen Flüchtlinge und es waren mehr als 1.000 Erschossene an der Grenze. Nicht die AfD hat irgendeinen erschossen, sondern die SED hat es gemacht. Und bis heute leugnen sie, dass sie ein Unrechtsstaat waren. Aber schon der Historiker Arnold Baring, den möchte ich hier auch ein Denkmal setzen,
hat schon 57 in seiner Magisterarbeit, also damals schrieb man noch ordentliche Arbeit, nicht wie heute Frau Giffey, die dann weggenommen werden, ja. Der hat schon in seiner Magisterarbeit, war nicht mal eine Doktorarbeit, hat geschrieben, der 17. Juni war und ist für immer ein Anlass stillen deutschen Stolzes. Der Mut, die Entschlossenheit der Männer und Frauen unseres Volkes müssen im Gedächtnis der Nation bewahrt werden. Es ist ein historischer Tag, er gehört eigentlich in die Tradition der deutschen und europäischen Freiheitsbewegungen. Er ist eine verdrängte Revolution, er ist ein Volksaufstand für die Freiheit und war nur durch militärische Macht von außen zu verhindern. Wir Ostdeutschen haben da 89, ich habe gerade mit jemandem, hat mich ja einer, hat mich abgeholt, der war 89 auch auf der Straße in Leipzig und viele von Ihnen auch. Wir haben dann wieder einen hohen Preis für die friedliche Revolution gezahlt, den die SED für sich, ihre Macht und ihre Anhänger nutzte. Aber wir vergessen die Versprechen nicht, die Gysi noch anlässlich seiner Umbenennung im Dezember 89 abgab, um die Auflösung der SED zu verhindern. Er hat gesagt, sie wollten erstens alle Verbrechen aufklären, sie wollten zweitens die Schuldigen bestrafen und sie wollten drittens die Opfer aus ihrem Vermögen entschädigen. Bis heute hat die rechtsidentische SED nichts davon eingelöst. Sie versucht, sich ihrer Schuld durch den Kampf gegen rechts und die Verhöhnung der Opfer zu entledigen. Und dabei erhält sie die Unterstützung der Kartellparteien. Können Sie übrigens überall sagen, Kartellparteien ist ein Begriff aus der Politikwissenschaft, das kann Ihnen auch keine Annetta Kahane von der Stasi streichen, den haben Meyer und Katz entwickelt. Am schändlichen, jahrzehntelang Verdrängen und Verharmlosen tragen den Politikern auch geburtsbegnadete und diktaturverschonte Westhistoriker wie Professor Sabor eine Mitschuld, der tatsächlich im Buch Erinnerungsorte der DDR behauptet, dass Geschichte der DDR und kommunistischer Grundcharakter ihres Gesellschaftsprojekts im Unterschied zum Nationalsozialismus keinen Zivilisationsbruch markiere. Das heißt, er hat festgestellt, im Kern des Realsozialismus, er als Wessi, der nie im Diktatur leben musste, erkennt Sabo die Werte Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, aber die Gewalt, die gegen die unmenschliche Gewalt, die gegen Unschuldige begangen wurde, die wird völlig unter den Tisch gekehrt. Und das unterscheidet ihn sehr von Menschen wie dem Verfasser Courtois des Schwarzbuchs des Kommunismus, dem Franzosen, der diese Gewaltobsesse der kommunistischen Bewegungen in den Ländern aufgezeigt hat. Und diese Verschließen der Augen vor der Gewalt und vor der Unfreiheit, das nehme ich denjenigen im Westen übel, die uns einreden wollen, die DDR war ja gar nicht so schlimm. Bürgerrechtler, politisch Verfolgte und die Bürger in der DDR, die auf der Straße waren, haben nicht mit großem Mut und noch größerer Zivilcourage das SED-Regime bezwungen, um jetzt wieder in einem Unrechtsstaat leben zu müssen, wo zweierlei Recht gilt, sich die Mächtigen in den Kartellparteien und gebührenfinanzierten Staatsmedien, können Sie übrigens auch benutzen, das ist ein Begriff von Matthias Döpfner, auf Kosten der Bürger die Taschen füllen und ihnen mit einem Freiheitsraubgesetz die Freiheit stellen. Ich sage dazu nur Freiheitsraubgesetz, diese Notbremse ist keine Notbremse, es ist ein Freiheitsraubgesetz und sie stehlen uns damit die Freiheit. Ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden. Der russische Historiker Andrei Amalrik würdigte die friedliche Opposition in den kommunistischen Staaten mit folgenden Worten. Er hat gesagt, die Andersdenkenden vollbrachten eine Tat von genialer Einfachheit. In einem unfreien Land begannen sie, sich wie freie Menschen zu benehmen. So wie wir das hier heute auftun. Wir tun so, als würde das uns nichts angehen, das, was sie über uns verhängen. Das ist das offene Geheimnis, das auch hier und heute gilt. Und deshalb fragt man sich, warum Menschen ihre Freiheit für Vergünstigungen eintauschen und glauben, sich Freiheit sogar spritzen lassen zu können. Statt der universellen Freiheit, die jeder Mensch von Geburt an hat, werden den Bürgern von Machthabern Freiheitskrümel zugeteilt. Eine Gesellschaft vieler kleiner Freiheiten, die man sich erkaufen oder durch Wohlverhalten verdienen muss, das hat schon August von Hayek erkannt, das ist eine Rückkehr in den Feudalismus, in ein Privilegiensystem für die Guten und die Gehorsamen und heute heißt es für die Maskenträger und für die Geimpften.
Ein System der Gnadenerweise durch die Obrigkeit ist kein System der Freiheit mehr, sondern ein System der Unterdrückung. Naomi Klein untersucht in ihrem Buch die Schockstrategie, wie Gesellschaftskonzepte von Mächtigen geplant werden. Sie planen es sogar. Und dort zeigt sie, wie Katastrophen und Ausnahmesituationen von Regierenden genutzt werden, um politisch sonst nichts Durchsetzbares durchzusetzen. Deshalb sollten wir genau zuhören, wenn uns der grüne Vorsitzende Habeck in seiner Parteitagsrede einreden will, dass Regeln und Verbote die Freiheit regeln. Freiheit ist dann das, was die grüne Partei und ihre Führung gemäß ihrer Klimaideologie an Freiheit zulässt und dem Einzelnen zugesteht. Das hatten wir schon einmal, getarnt als rot lackierten Faschismus unter der SED-Herrschaft. Ich kann mich erinnern, wir mussten in der DDR den Weltfrieden retten. Denken Sie daran, an den Spruch, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, ist gegen den Weltfrieden. Jetzt müssen wir die Weltgesundheit retten. Und unter der grünen Herrschaft müssen wir das Weltklima retten. Es ist alles das Gleiche mit einer anderen Terminologie. Und deshalb tun wir wieder das einzig Richtige. Tun wir das einzig Richtige. Benehmen wir uns in einem unfreien Land wie freie Menschen. Lassen Sie mich noch zwei kleine Anmerkungen machen. Das ist das Ende der Rede. Ich habe gerade gehört, dass die Basispartei die Wahlen in Sachsen-Anhalt anfechten will. Und zwar wegen der unglaublich großen Briefwahlanteils. 30% Briefwahl, das muss uns zum Nachdenken führen. Ich habe noch mal im Grundgesetz nachgesehen, Artikel 38 regelt, dass nur gilt die unmittelbar an der Urne abgegebene Stimme, und zwar in geheimer Wahl. Nicht, dass da die ganze Pascha auch noch vorschreibt, was also die ganze Familie zu wählen hat. Nur die unmittelbar an der Wahlurne abgegebene Stimme muss gelten. Eigentlich müsste die Briefwahl verboten werden hier bei uns, wie in Frankreich. Aber sie werden es nicht machen. Und deshalb wird uns nichts anderes übrig bleiben, als unsere Bequemlichkeit zu überwinden. Ich mache das seit Jahren. Und am Wahlabend selbst keine Briefwahl zu machen, sondern selber wählen zu gehen und dann hinterher als Wahlbeobachter zu stehen und gleichzeitig auch noch als Wahlhelfer, wer es kann, und selbstverständlich abzuwarten, bis die Zahlen weitergemeldet werden. Ich habe erlebt, wie stapelweise andere Stimmen auf falsche Stapel gelegt wurden. Ich habe erlebt, wie falsche Zahlen durchgegeben werden sollten. Dann hat man sich natürlich kurz dann geändert. Also wenn andere Leute drin sind in diesen eingespielten Teams, hat uns mal ein Bürgermeister gesagt, wir brauchen keine neuen Leute, wir sind ein eingespieltes Team. Also wenn andere Leute drin sind, dann trauen sie sich nicht so einfach zu fälschen. Ich kann Sie nur auffordern, machen Sie es so wie wir 89 zur Kommunalwahl. Geben Sie erstens selber Ihre Stimme ab und Geld und machen Sie Wahlbeobachtung und das überall in allen Wahllokalen. Das muss doch möglich sein, wenn sich Demokraten zusammenfinden, dass wir ihnen die Masche der Wahlfälschung vermiesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ein anderer. Ich habe zusammen mit einer Ärztin, Frau Dr. Austenhardt, eine Initiative gegründet. Uns hat total erschreckt, wie viele Menschen Angst haben, sich anzustecken. Und es gibt aber eine Möglichkeit, sich vor einer Impfung und selber testen zu lassen durch einen Antikörpertest. Ich habe Herrn Christoph Berndt 100 Antikörpertests mitgebracht. Das sind Schnelltests. Die sind natürlich nicht so aussagekräftig wie große Labortests. Aber dann kann man, bevor man sich jemals impfen lässt, kann man erst mal testen, dann habe ich Antikörper. Und wenn ich Antikörper habe, dann bin ich gefeit, dann darf ich mich auch gar nicht impfen lassen, weil das mein Immunsystem zerstört. Jeder muss das wissen und der muss es weiter sagen. Ich habe heute in Halbe, da waren wir noch mal kurz vorher schwimmen, habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat Montag ihren Impftermin. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, lassen Sie doch erst mal einen Antikörpertest machen. Ich will doch niemanden daran hindern. Jeder kann freiwillig tun und lassen, was er will. Aber er sollte das tun, was die Regierung Ihnen eigentlich empfehlen müsste. Vor jeder Impfung muss ein Antikörpertest stattfinden. Und wenn Antikörper da sind, darf nicht geimpft werden. Also wer das nachholen will, der kann das jetzt bei Familie Berndt machen lassen. Nicht heute, an einem anderen Tag mal einen Schnelltest machen oder ins Labor gehen. Unterlagen dazu sind da. Ich will einfach nur, dass Sie gesund bleiben. Alles Gute.